Sinclair? Du nervst. Warum? Ich hab dich doch abgeschaltet. Warum? Ja, Vorkriegsbuch. Ich meine, wir haben eben gesagt, wir brauchen, ne? Aber jetzt brauchen wir... Erstmal gehen wir hier rein und gucken. Eine Jagdschrotflinte. Können wir unser Heil machen? Obwohl, wir können sie auch so heil machen. Aber wir haben nämlich eine Karawanschrotflinte. Macht 58. Eine Jagdschrotflinte. Ist die besser? Die ist gut. Wir können sie reparieren. Aber wir können sie auch einfach mal nehmen und unser Reparatursatz nehmen. Guckt mal. Schön. Oh, du nervst richtig. Ich hatte Mitleid, aber ne, das ist wie mit, wenn ein Kind weint, dann sagt man so, oh, das arme Kind, das weint. Und dann denkt man so in einer halben Stunde, oh, das scheiß Kind, das weint. Halt die Fresse. So. Refunded. Probieren wir einfach mal. Intruder. Warte. 3. Ja, fast. Wäre aber richtig gewesen. Also, was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben noch searched. Warte. Ich will nicht falsch liegen und es nochmal machen müssen. Hier haben wir noch einen. Engineer. Das wird es doch bestimmt sein. Ja. Yippie! Nee, es nervt einfach nur, wenn es keine Erfahrung mehr gibt, dann ist es so ein bisschen eine Sicherheitsschrank in Regeln. Hologramm rekalibrieren. Sicherheitsprotokoll wird neu programmiert. Wie labert er immer noch? Warum hast du mich hier zurückgelassen? Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Palästina in Wirklichkeit Sinclair. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben hier Polizeiknüppel. Oh, warum nicht? Warum nicht? Nee, ist mir zu schwer. Ich muss genug Müll mitnehmen. Kann ich mit den anderen heil machen? Hier hat jemand ritterliche Sagen gelesen. Oh, süß irgendwie. Schön. Ist da oben irgendwas? Hier sind keine Toten. Da sind da losgegangen. Haben alle gerettet, ne? Wahre Helden. Ah ja, komm. Gucken wir mal, ob der Polizeiknüppel vielleicht sogar... Würde ja passen zu unserem, was Sharon gerade so macht. Nee. Vielleicht einfach nur zum Rollenspiel ein bisschen. Aber ist irgendwie ein bisschen lame. So. Und Polizei. So. Wird langsam knapp. Schnell mal erstmal ein Kaffee. Ich kam von so weit weg, um hier zu sein. Jetzt will ich nur noch. Ja, okay. Ich auch. Ich auch. Ich weiß, wie du dich fühlst, Bitch. Aber du bist ja nicht mehr echt. Weißt du, mein Wein ist schlimmer. Also ist mehr wert. Ich meine, ist... Hier haben wir die Verstärkung. Die können wir mit anderen machen. Aber bringt ja nichts, weil... Ne? Haben wir ja schon. Also... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es mitnehmen muss. Macht das Sinn, es mitzunehmen? Ich glaube nicht. Oh, ein Chip. Geil. Gut, dass du abgeschlossen hast. Der Chip war echt wichtig. Das war von Opa der Chip. So, weil noch haben wir auch gar nicht gekämpft. Alles noch gut. Aber wir wissen jetzt, dass hier noch eine ist. Für alle Fälle. Gucken wir mal. Ich kann dich auch hören. Das ist ja gerade das Problem. Oh. Das war aber dumm von ihr. Wir müssen unbedingt finden, dieses Absch... Warum hast du mich hier zurückgelassen? Warum? Hä? Noch ein Safe? Warum ist sie nicht in zwei Räumen gleichzeitig? Schlampe. Kann ich hier abschalten? Kann ich sie abschalten hier irgendwo? Wir bezahlen alle für das, was wir getan haben. Hier ist ein Safe. Es tut mir so leid, Sinclair. Es tut mir auch so leid. Die Türen, sie sind versiegelt. Lauf mal wieder weg. Gut, dass mein Pip-Boy auch Hologramme erkennt. Sie schreien danach, herausgelassen, losgelassen.
Ja, ha, ich versuch's doch. Oder dich zumindest abzuschalten. Sinclair? Wo bist du hingegangen? Warum hast du mich hier, hier können wir sie nicht abschalten. Okay. Ich bezahle für gar nichts hier, bitte. Ja, ich habe überhaupt nichts getan. Wo können wir dich denn abschalten? Warte mal. Warum seid ihr überall? Es wird langsam unheimlich. Hilfe! Kein Wunder, dass sich alle umgebracht haben. Hier vielleicht? Wo ist denn hier das zum Ausschalten, bitte? Oh. Ah. Ich werde sterben zwischen den Geistern. Oh. Ich werde immer noch vom holographischen System aufgenommen. So. Von was? Da ist auch noch ein fucking Radio. So weit weg, um hier zu sein. Jetzt will ich nur noch weg. Bitte. Ich sehe es. Lass mich gehen. Sinclair, bist du es? Nein. Sinclair? Sinclair? Haben sie es extra gemacht? Wo ist das zum Abschalten? Nee, ernsthaft, wo ist das Hologramm-Abschaltding? Ich werf dir gleich die Dose ran. Bist du das? Nimm mal ganzen Alkohol. Ich werde immer noch vom holographischen System aufgenommen. Von was? Wo ist das Ding? Wo ist Negligé? Oh, das könnte sie sein. Schmutzige Kleidung, das macht Sinn. Ich weiß nicht, wo es ist. Sinclair, ich bin gefangen. Ja. Das Sicherheitssystem lässt mich nicht raus. Sie halten mich hier fest. Ich denke mal, ich muss dahin. Zwischen den Geistern. Ich werde immer noch vom holographischen System aufgenommen. Losgelassen. Boah, wenn ich irgendwas nicht finde, regt mich das richtig auf. Oh. Ich kam von so weit weg. Schlecht. Warte mal, wollen wir mal probieren? Ich hab sie abgeschaltet. Lass mich gehen. Hallo. Sinclair, bist du es? Oh, okay. Sinclair? Oh mein Gott, ich mache mir ja die ganze Zeit Sorgen. Ja, manchmal geht's, manchmal nicht, ne? Dann kann ich ja nochmal zurücklaufen. Oh, guckt, was ist das? Ah, Kuchen. Ich will noch die Karten. Ich will noch die Karten, bitte. Irgendwo müssen doch noch... Nie Klemmbretter will keiner. Karten. Warum ist die überall? Warum bist du mehrmals erschienen? Gab es ein Problem oder so? Bist du das hier? Mit der Stützbandage? Ist es ein Korsett? Bist du das? Oh, da, guck mal. Sweeten Sicherheitsnotiz. Oh, wir haben doch... Zum Glück sind wir nochmal zurückgegangen. Achte darauf, für den Lautsprecher im Korridor eine separate Sicherheitsüberbrückung einzurichten, bevor du heute Abend gehst. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine Kommunikationsausfall während des Überfalls. Nimm als Passwort... Es sollte kein Hacker mit einer gestohlenen Sicherheitskarte auf gut Glück knacken können. Danke, Rubin. Ich hab's, glaube ich, gemacht. Da, ich hab's gesehen. Nee, doch nicht. Das war eine normale Lampe. Ich kann die anderen Gäste hören. Oh mein Gott, du nervst! Losgelassen zu okay. Werden. Sinclair? War das jetzt da hinten, dass wir weiter mussten? Sinclair, bist du es? Sinclair? Sinclair? Ich bin gefangen. Oh, hi. Oh Gott. Keine Karte? Das Sicherheitssystem lässt mich nicht raus. Ging's da weiter? Na, möchtest du mir irgendwas Schönes verkaufen? Ich glaube nicht. Aber du kannst hier das hier haben. Einfach nur aus Prinzip. Oh. Hier ist das Leck. Okay. Da, ich sehe ihn schon. Ich mach alles. Deine Kehle fühlt sich wund an. Wer hätte das gedacht?
Nee, ernsthaft, total überraschend. Okay, uff. Das ist super anstrengend. Oh, eine Zange, eine Zange, eine Zange, eine Zange. Brauchen wir noch ein Messer? Wir sind in der Küche. Hier sollte es doch ein Messer geben. Da. Tada. Jetzt haben wir die Werkbank nicht. Verdammte Scheiße. Oh, die Suiten sind total durcheinander hier alles. Kann ich nicht so ein mein Halsband mitnehmen und irgendjemand an in die Tasche packen und dann ein Radio anmachen und er dann so, oh, was piept denn hier so? Und blüm! Ah, hier, sehr schön. Ui, ein super erhitztes Messer. Geil, macht überhaupt keinen Sinn, aber was soll's. Jetzt haben wir nämlich ein super erhitztes Messer. Bonusschaden, Körperteile, erhöhte Chance auf kritische Treffer. Geil. Und wir können es reparieren mit einem Polizeiknüppel. Na komm, das reparieren wir mit einem normalen Messer, oder? Hier war doch... War hier nicht ein normales Messer? Lass uns zurückgehen. Ist das ein Messer? Nein. Ich habe doch Christine gehört jetzt. Hallo. Soll ich die Wand einreißen, oder... Wie geht's? Ich wollte eigentlich nur eine. Egal. Machen wir gleich. Hä? Hallo. Ja, die giftige Wolke kann mich mal. Da, ich wollte einfach nur ein Messer. Egal, ich will mein Kampfmesser dafür nicht benutzen. Aber ja, das super heiße, das wollen wir natürlich mal benutzen, ja? Haha! Super heiß ist super heiß! Warum? Sinclair! Sinclair! Wir bezahlen alle für das, was wir getan haben. Es tut mir so leid, Sinclair. So leid. Ich hätte die Tür. Oh shit! Das ist mein super heißes Messer. Wie konntest du mich angreifen? Wieso kann man Hologramm angreifen? Ah, Harakiri! Ich muss schlafen. Ja, ich will ja. Ich bin auch. Ah, hier. Oh, hallo. Sicherheitspass für die Suite. Da hat sich jemand erschossen. Ein Polizist hat sich einfach erschossen. Weil ihr eingesperrt wart, oder was? Ich kann glauben, dass ich den ganzen Weg hierher gekommen bin, nur damit man mir die Stimme stiehlt. Oh, dammit. Ich hätte nicht angreifen sollen. Was mache ich jetzt hier? Hilfe! Nein! Sie ist böse mit mir! Oh shit! Mist! Ich habe einen Fehler gemacht. Sinclair? Kommt jetzt Sinclair? Rein? Ah, damn it. Meine Autoinjektion. Geht das jemals weg? Und die Rüstung ist auch noch kaputt. Wow. Wir schlafen mal. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht mehr böse auf uns. Ich hab's verdient. Ich hab's ja verdient, würde ich mal sagen. So, mein Helm ist kaputt. Machen wir mit einer Lesebrille und einer Brille heil. Und unsere Rüstung geht noch. Hat sie mich eher am Kopf getroffen. So. Hast du dich jetzt wieder beruhigt? Sorry, dass ich so böse war. Lass uns wieder Freunde sein. Es tut mir so leid,
Okay. Ich habe mich nämlich versaved. Ich will jetzt alles nicht normal machen. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Ich kam von so weit weg, um hier zu sein. Ja. Oh, damn it. Christine hat etwas damit zu tun. Nein. Ich weiß. Oh, scheiße. Können wir das noch schaffen? Ich habe einen Fehler gemacht. Die ist jetzt richtig auf mich böse. Oh, guck mal da, großes Buch der Wissenschaften. Hallo. Sie haben es geschafft. Gut. Hi, Christine. Ich werde gerade verfolgt. Sprechen tut weh. Ich fasse mich kurz, weil es meine Stimme aufgibt. Okay. Das ist heftig. Sie klingen wie die Frau im Sierra Madre-Sender. Was? Ich bin einfach nur froh, dass Sie sicher sind. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um Elijah. Ich bin einfach nur froh, dass Sie sicher sind. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um Elijah. Viel Glück. Er ist kein leichter Gegner. Ich werde helfen, wenn ich kann. Vielleicht finde ich etwas im Computersystem des Sierra Madre. Wäre das Schlüssel? Sie sind zurück. Sicher, dass Sie mich noch hier haben wollen, mit Halsband und allem? Ich warte nicht gern mit einer Bombe um den Hals. Kann ich nicht aus... Hä? Können wir es nicht ausschalten? Ich denke, er kann eh nichts machen. Ich brauche Sie halt... Also halten Sie sich fest. Was? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. In Ordnung. Bin nur froh, dass ich Ihnen jetzt auch antworten kann. Wie sind Sie, ne? Funktioniert der Autodoc da drüben? Ja, funktioniert noch. Sind viele Schrottdaten drauf, aber die Grundfunktionen sollten normal laufen. Bin sehr verwirrt. Können Sie irgendwas davon runterladen? Ich kann das Hauptverzeichnis und jüngste Diagnose abfragen. Jemandem wurde viel Medics verabreicht. Vera. Schätze, dass das ihre Leiche sein muss. Oh. Und dass deshalb auch die ganzen Medikamente hier liegen. Hier ist der ärztliche Bericht. Sie scheint todkrank gewesen zu sein. Die Diagnose ist nicht schlüssig, muss schmerzhaft gewesen sein. Ich bin nicht mal sicher, ob sie es überhaupt wusste, wenn man nach diesem Bericht geht. Sie muss den Großteil der Zeit wie betäubt gewesen sein. Deshalb. Wir wussten ja, dass sie oft mit dem Singen Probleme hatte und hat sie Medics bekommen. Und deshalb, Christine wurde verwechselt. Deshalb wurde sie hingepackt. Sie dachten, Christine ist Vera. Deshalb wurde sie operiert am Hals. Jetzt, wo sie ihre Stimme wieder haben. Kann der Autor ihren Narben heilen? Jetzt, wo sie ihre Stimme wieder haben. Was wollten sie sagen? Ich bin schon eine ganze Weile auf der Jagd nach demjenigen, der ihren Pip-Boy übernommen hat. Jetzt bin ich Elijah. Gespannt. Er darf das Sierra Madre nicht lebend verlassen. Was er getan hat, was er hier getan hat, ist kein Vergleich zu seinen vergangenen Taten. Er wird nur herauskommen, wenn sie es in die Vault schaffen. Er wird nicht zulassen, dass sie allein dort runtergehen. Dann werde ich ihn töten. Bert, wie lange jagen sie ihn schon? Vielleicht kommt er zur Vernunft. Wie sind Sie von der Gala-Veranstaltung hergekommen und auf diesen Stock? Sie hätten schon früher etwas sagen können. Wie lange jagen Sie ihn schon? Zu lang. Dachte mir, ich könnte die Sache zu Ende bringen, bevor es rund geht. Aber dann ist mir diese Chance wieder durch die Lappen gegangen. Rechnung begleichen? Sie wollen ihn töten? Klingt persönlich. Er hat mir etwas genommen, das mir wichtig war. Er setzte seinen Status ein, um uns auseinanderzubringen. Wow. Danach brauchte mein Leben einen neuen Sinn. Dann wurde er unzurechnungsfähig und zog eine Spur des Verbrechens quer durchs Ödland. Als wir davon hörten, erhielt ich den Befehl, ihn zu töten. Die ganze traurige Geschichte. Die Geschichte von Elijah. Eins. Er sagte, er kannte sie. Er hat mich vor den Narben gesehen. An einem weit entfernten Ort. Dort hat er einen Teil der Technik gefunden, die er jetzt einsetzt. Man nennt diesen Ort die Große Leere. Der Name täuscht aber, sofern man weiß, wo man suchen muss.
Habe ich gehört. Wurde dort eingesperrt. Aber da war noch jemand anders, der vorbeikam. Er wusste von Elijah. Mein Papa. Er kannte Elijah? Wie? Keine Ahnung. Ein Kurier. Trug eine alte Weltflagge auf dem Rücken. Er hat mich rausgeholt und mir gesagt, wo Elijah ist. Hat mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen und sich meine Geschichte angehört. Er war verständnisvoll. So sind wir Kuriere halt. Mitgefühl, wieso? Er meinte, dass er wüsste, was es bedeutet, jemandem nachzuspüren, der solche Auswirkungen auf die eigene Vergangenheit hatte. Er meinte, alle Menschen wären Kuriere und wüssten nie, welche Nachricht sie gerade überbringen. Und dass er auch jemanden jagt. Einen Kurier. Gehört, wohin sie ihre Reise in die Zukunft weiß? Jetzt kriegen wir 1 von 5 von Charons eigenen Geschichte. Da bin ich ja mal gespannt. Sie hätten schon früher etwas sagen können. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihnen trauen kann. Jetzt bin ich mir sicher. Oh. Sehen Sie, als ich aufgewacht bin, wie auch immer das passiert ist, da hatte ich diesen Schlüssel bei mir. Ich glaube, er gehörte ihr. Hatte noch keine Chance, ihn zu benutzen. Könnte für die Kommode oder den Safe sein. Konnte nicht viel ausprobieren, bevor sie kam. Hier, bitte. Ich kann auch nicht viel ausprobieren, weil gleich jetzt schon wieder Vera reinkommt und mich fertig machen möchte. Wie sind Sie von der Gala-Veranstaltung hergekommen? Die Gala begann. Die Schaltstation öffnete sich. Ich dachte, das Kreischen des Autodocks wäre schlimm, aber die Station war schlimmer. Ich kam raus und sah die Lichtshow. Das reichte, um mich zum Casino zu locken. Wirklich? Und... Sie? Es schien so, als ob die Lichter und Lautsprecher mir den Weg zeigen würden. Wer sie auch kontrolliert, wollte mich wohl als Plan B. Vielleicht wurde ich wegen meiner neuen Stimme dieser Etage zugewiesen. Aber wer weiß das schon. Vielleicht wurde ich auch als Gast erkannt. Vielleicht kommt dazu Vernunft. Sie hatten früher etwas... Funktioniert der Autodoc? Ja. Können Sie was runterladen? Kann er die Narben heilen? Nein, das reicht sehr viel tiefer. Während ich in der großen Leere Jagd auf Elijah gemacht habe, hat er mich in einem der dort begrabenen medizinischen Forschungszentren eingesperrt. Wow. Es hat was mit meinem Kopf angestellt. Und ich hatte noch Glück. Lesen fällt schwer und da ist eine Kluft zwischen Denken und Sprechen. Oh. Es ist nur ein Wirrwarr aus Symbolen, keine Buchstaben. Mathe, Formeln, Gleichungen, das geht alles. Aber Gedichte schreiben kann ich knicken. Ich kann helfen. Sie kommt einfach mit und dann sage ich den Hirnis, sie sollen helfen. Sie meinten, sie wären noch glimpflich davon gekommen. Das finde ich ein bisschen schlecht, dass das Spiel nicht weiß, was wir schon gemacht haben und was nicht. Ja, habt ihr Aufzeichnungen von anderen Patienten gesehen und was ihnen angetan wurde. Manche hörten nur Rauschen, andere wurden irre. Ich gehe nie zurück. Und Elijah war auf dem Weg hierher, also konnte ich nicht Halt machen und sehen, ob ich es reparieren kann. Falls man überhaupt reparieren kann, was passiert ist, als ich die Elektroden in den Kopf bekam und mein Kopf in eine Lampe verwandelt wurde. Dann kam ich her und verlor meine Stimme. Jetzt habe ich eine neue. Auch dafür wird sich Elijah verantworten müssen. Okay. Hat sie jetzt kein Hirn? Ist ihr Hirn jetzt woanders? Wie bei uns? Und warum hat Charon keinen? In Ordnung. Sie klingen wie die Frau im Sierra Madre-Sender. Ist das so? In meinen Ohren klingt es seltsam. Schwer zu beschreiben. Ganz zu schweigen davon, dass das Schlucken höllisch wehtut. Ich wurde wohl deshalb in diese Suite verlegt. Es war ihre. Da liegt sie. Wurde auch von der Sicherheit erwischt. Ist nur anders entkommen als ich. Okay, ich bin einfach nur froh. Jetzt, wo Sie Stimme wieder haben, was wollten Sie sagen? Ich bin schon. Ja. Er darf da... Vielleicht kommt er zur Vernunft. Versuchen Sie mal, mit ihm zu diskutieren. Mal sehen, was dann passiert. Er ist derart besessen von Technik, dass er wohl nicht mal mehr weiß, warum. Okay. Wasn't sure until now I could trust you. Ja, danke. Now I know. Plötzlich Englisch, danke. I find you very good as well. Thanks. Okay.
Ich würde ihn gern fragen. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Viel Glück. Okay. Let go. Ah, da ist sie. Veras Kleid nehmen. What? Okay. Muss ich mich als Vera verkleiden? Veras Kleid. Falschen plus 5, Sprache plus 5, Charisma. Warte. Klingt, als ob ich eine ganze Stange Zigaretten geraucht hätte. Das ist nicht ein Kleid, das ist jetzt ein Anzug. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte jetzt wirklich, wir tragen jetzt das Kleid. Okay, liebes Spiel. Okay, wir haben ein Super Stimpack. Wir haben... Ich sehe das doch. Medics. Medics. So. Schön. Und da ist eine Karte. Fühlt sich an, 4 von 5. Wolke mir in den Mund gekrochen und da gestorben wäre. Es tut mir leid. Der Partylöwe. Phantoma. Hat gerne gelesen hier. Dahinter können wir nicht gucken. Verschlossen. Und Verokis vorsingen. Okay. Notiz. Wir haben gerade... Okay, wir tragen sie mal nicht. Ich weiß nicht, ob sie dann denken, ich bin es, wenn ich draußen rumlaufe. Vielleicht greifen sie mich nicht mehr an. Ich hätte sie nicht angreifen sollen. Okay. Dies scheint der Pass des Sicherheitschefs für ein Sicherheitsterminal zu sein. Sinclair, Zugang 301, Keys Vera. Sinclair, wir können nicht mehr viel für Miss Keys tun, außer es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Ihre Schöpfung wird andauern, genau wie ihre Schlaflosigkeit. Ich empfehle dir weitere Behandlung mit den Medics und Superstimpacks. Das ist keine Langzeitlösung. Die Schmerzen werden bleiben und schlimmer werden. Und die Dosierung der Medikamente, die sie derzeit nimmt, kann schon zu einer Überdosis führen. Aufgrund dieser Erörterung befürchte ich auch, dass Miss Keys absichtlich zur Überdosis greifen könnte, wenn sie freien Zugang zu den Medikamenten hat, und empfehle auch psychiatrische Betreuung. Und ihr Vorsicht. Würdest du bitte aufhören? Spaßvogel. Hier ist Vera Keys beim Vorsprechen für Love Set Sale. Oh Gott, dieses Skript. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin froh über diese Ist das ein Flugzeug da oben? Diese Bomber sind wie große Hornissen, die derzeit über den Himmel schwirren. Es ist weg. Alles klar. Hier ist Vera Keys beim Vorsprechen für Love Set Sale. Malcolm, seitdem unser Frachter unterging, fühlt es sich an, als würde mein Herz in den Tiefen des Ozeans versinken, zusammen mit... zusammen mit meiner Karriere. Oh Gott, alles klar, alles klar. Ja, ja. War das die Bombe? Bomba! Dieser ungewöhnlich aussehende Autodoc hat immer noch eine Menge an Dioden und Knöpfen. Krankengeschichte runterladen. Okay, nochmal? Nee, okay. Ach so, falls wir Scheiße zu ihr waren und Christine umbringen müssen. Oh mein Gott. Okay, einfach mal heilen. Brauchen wir. Ah, fühle ich mich jetzt schon besser. Bin ich nicht... Schnieke aussehend. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gegner rein. Aschenbecher. Bier. Zigaretten. Ja, vielleicht hätte sie nicht rauchen sollen. Hatte sie einfach Krebs oder was? Oh, sieht ja hier gut aus. Klingt. Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen. Hat sie ihre eigenen Medikamente gemacht oder was? Drogen herstellen, Stimpaks. Als ob ich eine ganze Stange Zigaretten geraucht hätte. Ja, hast du wahrscheinlich auch. Also sie. Können wir da rüber? Nee. Okay, ich speichere jetzt mal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich speichere mal richtig. Vielleicht ändert das ja dann irgendwas. Ah. Ich habe nie ordentlich gespeichert. Ich bin noch ein bisschen blöd. Sierra, Sicherheitstür aufschließen.